Mal sehen, was uns da drin erwartet. Es muss drin einen Schalter geben, um den Kontrollraum des göttlichen Baums im Inneren zu bedienen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Passage schwierig sein wird. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss vorsichtig sein. Untersuch die Höhle. Ein Teil des rotierenden Geräts blockiert meinen Weg. Ich glaube, ich kann es alleine starten. Dann probieren wir es das nochmal aus. Oh, das Gerät funktioniert und die Fehler begannen sich zu bewegen. Sind das Holzfehler? Ich musste ihnen ausweichen. Oha. Ne, den hätte ich ganz gerne. Wow. Die Passage da unten ist vom Eis blockiert. Ich sollte etwas mit diesen rotierenden Geräten machen. Ah, okay, ich verstehe. Okay, Moment. Ah. Okay, wie mache ich das? Der muss da runter. Moment, Moment. Okay, der ist fast richtig, nur der muss nochmal bewegt werden. So. Nee, nicht ganz. Das stimmt immer noch nicht. So ist richtig. Jetzt müsste der eigentlich direkt hier reinrollen. Roms. Sehr gut, das Eis ist gebrochen. Zeit nach unten zu gehen. Ha, das Rätsel war ja gar nichts. So. Aber ich glaube, da kommen wir in einen neuen Bereich. Und dann nehmen wir lieber mal die Luft hier mit. Passt das eigentlich stimmtechnisch und musiktechnisch miteinander? Oh, Fische. Aggressiver Fisch. Was bist du denn? Wieso fange ich dich eigentlich lebend? Na toll, ich kann dich auch tot fahren. Arktischer Teleskopfisch. Hm. Okay, das Ding sondert Gift aus. Dann ist gut. Ich war mir nicht ganz sicher. Okay, da ist jadetechnisch was. Das nehmen wir mit. Oh. So, eine Jadeplatte. Eigentlich sollten wir mal ein paar Fische fangen, ne? Ach, warum schwimmst du denn so weit runter? So. Alaska-Seelachs.
Bei den Seelachs hätte ich ganz gerne. Da ist er doch wieder. Glück gehabt. Der letzte Schuss. So, ich habe keine Munition mehr für den. Egal. Fangen wir den lebend. Tot. Du hältst aber ganz schön viel aus. Aber nicht genug. So, gehen wir mal weiter. Da ist ein Bild. Noch ein Raum. Das ist eine Statue von König Long. Aber er sieht etwas komisch aus. Die Haltung ist etwas anders als die Art von König Long auf dem Wandbild gezeigt wird. Vielleicht bedeutet das... Ja klar, wir müssen das natürlich so aussehen lassen wie auf dem Bild. Also die Frage, was macht was? Okay, aber wenn wir jetzt den verändern... wird es ja noch einfacher. Das ist ja easy. Und noch einmal. So. Okay, das passt nicht ganz. Hä? Was stimmt denn nicht? Der muss doch so sein. So? Weil ist der noch nicht richtig. Ah, das war das. Okay, ein Rätsel haben wir gelöst. Folgen noch zwei. Wow. Ist das wirklich die Technologie des alten WC-Volks? Erstaunlich. Ich höre Geräusche aus der Ferne. Das muss die erste Verrichtung sein, von denen Niaomo erzählt hat. Der eine Abkürzung geschaffen. Oh, der Weg nach oben ist nun frei. Ich sollte zurück ins Dorf und Tenzin davon erzählen. Und ich habe Hunger. Komm, können wir jetzt perfekt das hier nehmen. Und weiter schwimmen. Das Schmerz im Gelenk. Meinst du, wenn man einmal so komplett so... einmal komplett dreht, meinst du? Ganz schön lichtes Kerlchen, ja. Ich glaube, der ist ganz helle in der Birne. Schwimmt im euer Leben. Ich fang euch alle.
Na, erst dich. Erst will ich irgendwie dich haben. Den Dorsch. Wir müssen auf jeden Fall den Anzug upgraden, denn wir kommen hier nicht weiter runter. Wir können dir sagen, ab hier wird es nämlich sehr warm. Und ab da kommen wir nicht mehr weiter. Müssen halt ein paar Fische noch mitnehmen. Nützt ja nix. Jetzt müssen wir mit guten, gefüllten Taschen wieder hochgehen. Okay, das wird zu warm. Ach, schade. Ah, ich will die Krabbe haben. Komm ich da noch hin? Da komme ich noch hin. Heilige Wimmer, sind das uralte Kreaturen? Sie müssen aus dem schmelzenden Gletschereis reingesetzt worden sein. Ich frage mich, ob Bancho sie für seinen Sushi-Shop gebrauchen kann. Ich werde ihm ein paar Kostproben bringen, wenn ich welche fange. Warte, ich spüre Hitze aufkommen. Ja, ja, ist gut. Hitze hin oder her. Das, da brauchst du dir keinen Gedanken drum machen. Denn wir können einfach nicht tiefer tauchen. So, du bist jetzt von der Herde getrennt. Du hast jetzt einen wärmenden Anzug und dann ist es aber wieder zu warm. Dir kann man es auch nicht recht machen. Ja, ist schlimm, ne? Dave kann man es nicht recht machen. Immer hat er was zu meckern. Entweder das ist zu kalt oder es ist zu warm. Wie sieht das denn bei dir aus? Hast du schon Baldur's Gate gezockt? Ich bin ja mitten dabei. Am Freitag spiele ich wieder mit meinen Kollegen. Da wollen wir wieder zusammenspielen. Das ist recht lustig zu zweit. Greenpeace hat zu viele Waffen. So, dich habe ich. Vielleicht spiele ich auch morgen nochmal. Aber solo dann. Mist. Na toll.
Der eine Fisch ist einfach weg. Oh ne, da kommt er wieder. Ah, ist recht lustig. Ich finde es interessant, dass einer der ersten Fragen, bevor du das Spiel startest, ist, ob du das Spiel nackt sehen möchtest. Finde ich recht amüsant. Und interessant, dass überhaupt diese Frage kommt. Da ein Netzfänger, das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich brauche einen Spiegel jetzt. Ich will nach oben. Da. Aber wir müssen erstmal zum Seevolk. Ja, nein, ich meinte halt, ob du nackte Szenen halt sehen möchtest. Weil es ist ja schon so ähnlich aufgebaut, schon fast wie Cyberpunk. Du kannst das ja auch einstellen, wie sehr du nackt sehen möchtest. Du kannst dir auch deinen Penis einstellen. Oder was für eine Art von Vulva du haben möchtest. Du kannst ja alles machen. Ob es man muss, ist eine andere Sache, aber man kann es machen. So, reden wir erstmal mit Tenshin. Diabo hat mir die Geschichte erzählt. Der Kontrollraum des göttlichen Baums funktioniert nicht, richtig? Und das verursacht die Erdbeben, ja? Ja, ich muss die drei Schalter betätigen, um den Kontrollraum zu betreten. Ich habe eine bereits aktiviert. Gut gemacht. Es beschämt mich, dass meine Leute sich in dieser Angelegenheit auf dich verlassen müssen. Schäm dich nicht. Die Erdbeben sind auch für uns ein Problem. Ich erinnere mich an etwas, das in einem der antiken Bücher geschrieben stand. Nachdem einige Arbeiter durch Ingenieur Dashas Pläne zu Gardons mutierten, schufen meine Vorfahren Schalter für den Eingang zum Kontrollraum und verteilten sie im Gletscherbereich. Diese Schalter wurden geschaffen, um die Sicherheit zu erhöhen. Aber sie wurden zu Hindernissen, die den Zugang zum Kontrollraum verhindern. Es ist immer noch kalt, aber die Hitze, die vom Boden kommt, bringt das Eis zum Schmelzen. Vielleicht ist der Kontrollraum überhitzt und bringt die Wassertemperatur zum Steigen. Stabilisiere das Gerät und die Wassertemperatur sollte sich wieder normalisieren. Entschuldige, dass ich so unhöflich bin, aber bitte beeil dich, bevor unser Ahnenhaus komplett zerstört wird. Es verbleiben zwei Türen, ich werde sie finden. Was will denn sie? Du hast es noch nicht gefunden. Wo hast du gesucht? Ich habe das ganze Dorf gesucht. Durchsucht, aber kein Glück gehabt. Huh? Was geht denn hier vor sich, Ramo? Oh, Dave. Der Beluga ist plötzlich verschwunden. Wenn er nicht im Dorf, könnte er durch die offene Tür auf die andere Seite der Gletscherpassage gegangen sein. Sie sind neugierige Tiere, weißt du? Du hast ihn nicht versteckt, oder Mensch? Warum sollte ich? In Ordnung, ich werde dir Bescheid geben, wenn ich ihn finde. Danke. Navak, Avak, was tut ihr? Geht den Beluga suchen. Der verschwundene Beluga. Den könnten wir jetzt noch suchen, aber wir tauchen erstmal nach oben. Der einzige Typ, der nicht unter Wasser atmen kann, soll die größten Probleme des Meervolks lösen. Ja, ist schon komisch, wenn man so überlegt. Ah, guck mal, das sieht doch schön aus. Das sieht doch schön aus. Polardorsch, arktischer Tee, Eisfisch, Polardorsch, Vapia, Scheibenbäucherrogen, okay. Schieße den Tag ab und bereite alles für Banjo-Sushi vor.
Machen wir. Und diesmal gibt's Kohle. Da. Schlaf. So. Dann haben wir auch wieder vieles, was wir freischalten können. Oder einsetzen können. Jadesockel, okay. Habe ich denn jetzt immer noch... Ich habe alles. Ich hoffe, das klappt jetzt nicht. Marinka, was haben wir da Neues? Ah, die beiden. Und noch mehr? Ah, hier. Ah, das wollte ich zeigen, ne? Erkennst du diesen Fisch? Oder den? Oder den vielleicht? Den kann man hier auch gut erkennen. Theoretisch, ich meine, die gibt es heute sogar noch, diesen Fisch. Den kenne ich auch noch. Das wird lustig sein. Das finde ich lustig, dass es die da gibt. Die ganzen prähistorischen Fische. Wir haben doch was? Achso, neue Musik. Ja. Es gab mal einen Hai, der sah so aus. Der soll auch sehr brutal gewesen sein. Ich weiß aber nicht seinen Namen, ist das doofe. So. All we need is Sushi. Na, 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 na. All we need is Sushi. So. Jetzt aber. Hallo allerseits, hier ist Joey von NDC. Damen und Herren, wie ihr wisst, ist heute der Tag des letzten Duells im Bezwing der den Chefkoch. Mancho, bist du bereit fertig? Natürlich. Und Wang Punk? Ebenfalls, ich kann es kaum erwarten. Ausgezeichnet, dann beginnen wir jetzt mit dem Bezwing den Chefkoch. Ja, ich hatte komischerweise letztes Mal alle Zutaten nicht gehabt. Ich glaube, mir hat Weizen gefehlt. Und ich hatte kein Weizen gehabt. Ich wusste das nicht. Ich muss spielen. Okay. Was muss ich tun? S. Perfekt. Bereite zweite vor. Was muss ich drücken? Wieder S. Ah. Ah, Leertaste. Okay. Bereite Himmelsgucker vor. Okay, das ist easy. Perfekt. Panier das Fisch. Kann es sein, dass ich einfach ganz schnell machen muss? Das klappt doch. Das war knapp.
Was kommt jetzt? Ah, okay. Ah! Dass man nur eine Chance hat. Er wird das beste Sushi kriegen, auch wenn ich es schon vermasselt habe. Egal, er wird trotzdem das beste Sushi kriegen. Das sieht so eklig aus. Wir waren siegreich. Mach's nicht so spannend. Oh, boah! Du sagst, mach's nicht so spannend. 92. Süß-sauer Himmelsgucker. Ich habe verloren. Aber ich bin der... Nee. Oh, no. Ich habe verloren, aber ich bin der beste Chefkoch in Hongkong. Natürlich, dein Gericht war ausgezeichnet, Wang Pang. Du hast die feinsten Zutaten für den perfekten Geschmack verwendet, aber es war nicht gut genug, um mich zu beeindrucken. Aber Banschos Gericht, ich habe eine ganz neue Erfahrung mit diesem Fisch namens Himmelsgurke gemacht. Um ehrlich zu sein, habe ich den Fisch zum ersten Mal geprobiert. Bancho gab mir die perfekte Mischung aus dem interessantesten und frischen Geschmack des Himmelsguckers und dem klassischen Geschmack eines Süß-Sauer-Soße. Wenn wir über den Geschmack sprechen, war deins besser, Wang Pang. Aber ich bewundere Banchos Versuch, einen fremden Geschmack auf vertraute Weise zu präsentieren. Mein endgültige Entscheidung lautet Banchos Glückwunsch. Oh, Vincent. Hat seine Entscheidung sehr klar gemacht. Banchos gewinnt das Duell. Bancho, was denkst du? Ich denke, ich wollte zeigen... Danke, Bancho. Der Champion zieht Daten den Wort vor und wir lieben es. Wie überhaupt nicht zu Wort kommt. Der heutige Gewinner von Bezwinge den Chefkoch ist Bancho, der Titelverteidiger. Was für ein Duell, was für ein Ergebnis. Bis zum nächsten Mal, das war ich, Reporterin Yui. Erstaunlich, Bancho. Du hast Wang Pang in sein Spezialgebiet übertroffen. Ein Gericht ist ein Gericht, unabhängig von seiner Herkunft oder Nationalität. Wenn etwas in einem Land gut schmeckt, wird es auch in einem anderen Land gut schmecken. Warum habe ich das Gefühl, dass sich die Show wieder zurückkehren wird? Aber ich vertraue vollends in deinen Sieg. Apropos Duell. Bei der Vorbereitung auf das Kochduell habe ich neues Inspiration für die chinesische Küche erhalten. Ich werde es aufschreiben. Hilf mir, etwas Neues auszuprobieren, wenn du Zeit hast. So. Wir können Sachen aufwerten wieder. Ich glaube, das machen wir auch. Okay, das können wir nicht mehr aufwerten. Bringt auch ganz schön viel mehr. Ah, nee. Das machen wir jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich ein paar Himmelsgucker... Ich weiß nicht, wie ich die fangen kann. Ist das doofe? Ich habe keine Ahnung, wie ich die fangen kann. Eigentlich muss ich sagen, ist die Sushi-Platte das Perfekte, was man so vorbereiten könnte. Oder generell machen könnte. Oh, dass er so viel bringt, der See. Lachs. Was haben wir da noch? Nee, den machen wir jetzt nicht. Das
interessant, ey. Aus dem Tiefs, aus dem antiken Fisch irgendwas zu herzaubern, ey. Warum nicht? Ich habe das Gefühl, wir werden heute ganz viel Kohle machen. So. Ich glaube, wir machen nur die Platte heute. Boah, so viel Neues. Galapagos-Krieg. Königskrabbe, okay. Blobfisch. Gekochte Tomaten und Eier. Gut gegen Kater. Hm. Zwischen zwei quadratischen Brotscheiben werden gebratene gegangene Garnelen. Okay, hört sich auch interessant an. Gehackte Scheibenbäuche mit rosa Scheibenbäuche. Hm. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt alle Zutaten bekommt. Es sind schon einige, die man kriegt. Ich finde aber den jetzt interessant. Ich weiß noch nicht, da ist der. Ach, den machen wir mit Garnelen. Weizen und Olivenöl. Schwarze Tigergarnelen, okay. Na komm, dann machen wir doch mal den Laden auf. Oh, ich sehe schon, die werden uns gleich die Bude einrennen. To-Do-Liste. Finde verschwundene Beluga. Seespinnen. Ja, gut. Wir müssen Beluga gleich finden. So, heute machen wir Kohle. Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir noch mal eins hinzufügen. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Ist so, keine Bar für Geringverdiener hier. Na, guck mal, den habe ich sogar umsonst gemacht. Egal. Dafür haben wir richtig Kohle diesmal gemacht. Aber die bringen auch fast 1000 pro Stück. Also 800, glaube ich, waren das jetzt. 27.000. Das ist ordentlich, das kann sich schon sehen lassen.